gegen Mödling. Da schaut es ja so aus, dass der neue Grazer Trainer Osim seiner Mannschaft einen neuen Stil, eine neue Linie gegeben hat. Aber das ist natürlich auch immer eine Frage der Zeit, wann dieser Stil zu wirken beginnt. Marcano Schulz im Mittelfeld und Ivica Vastić als zurückhängende Spitze sind bei Sturm heute hauptverantwortlich dafür, dass die spielerische Linie der Grazer von Beginn an stimmt. Mit schnellem Spiel und guten weiten Passbällen. Hier Vastić auf Riesenwichler und das ist das 1:0 für Sturm in der 19. Spielminute. Der Führungstreffer durch den offensiven Mittelfeldspieler auf der linken Seite nach zahlreichen Tormöglichkeiten für die Grazer zu diesem Zeitpunkt bereits hoch verdient. Aber auch gutes Kombinationsspiel führt immer wieder zu Torchancen für die Angreifer. Schulz, Friesenbichler, Arnold Bettel. Und hier möchte er es zu elegant machen und überhebt das Tor. Arnold Bettel, der nach seiner Nominierung für das Nationalteam nach dreijähriger Pause übrigens heute vor Selbstvertrauen strotzt, bei vielen guten Möglichkeiten beteiligt ist, hier ein Ball an die Stange. Aber der Torerfolg bleibt ihm versagt. Dennoch sind die 5000 Fans mit ihrem Kapitän und dem Spiel der Mannschaft zufrieden. Natürlich hätte ich gerne ein Tor geschossen, das wäre möglich gewesen. Mir ist leider das Glück nicht so beigestanden, man macht nichts. Wir haben gewonnen und fürs Team bin ich zuversichtlich. Und Sturm gewinnt, weil auch andere Spieler heute ihre Torgefährlichkeit beweisen. Marcano Schulz erzielt hier in der 51. Minute das 2:0. Der Niederländer, der schon auf vielen Positionen bei Sturm gespielt hat, fühlt sich in der des offensiven Mittelfeldmannes offensichtlich am wohlsten. Hier ungedeckt von der Mödlinger Abwehr erzielt er den vorentscheidenden Treffer. Dann spielt nur noch die Grazer Mannschaft. Immer wieder auch Arnold Wettle im Angriff und Herbert Krassler, ein Außenverteidiger modernen Stils, immer wieder in der Offensive, fixiert den Endstand von 3:0 und verhilft der neuen spielerischen Linie von Trainer Osim zum ersten Heimerfolg. Das ist unser neues Spielsystem. Wir versuchen zu spielen, wir versuchen den Ball zu laufen zu lassen. Und heute ist es super gegangen und deswegen ist auch der 3-0-Sieg zustande gekommen. Und dieses 3:0 bedeutet den richtigen Tipp 1. Gestern hat es auch schon ein Spiel gegeben und da hat ein Außenseiter in das Westduell zwischen